Hallo, ich bin Sebastian und ich freue mich, dass du dich für den goldenen Schnitt interessierst. In diesem Video lernst du die Konstruktion des goldenen Schnittes mit Hilfe der Methode der inneren Teilung. Du brauchst dafür ein Geodreieck, einen Zirkel, einen Bleistift, einen Taschenrechner und ein paar Blatt Papier. Drücke auf Pause und richte dir die Materialien her. Ich warte derweil auf dich. Während ich dir nun zeige, wie man den goldenen Schnitt konstruiert, notiere dir bitte die einzelnen Schritte. Um den goldenen Schnitt nun zu konstruieren, zeichnen wir eine Strecke AB mit egal welcher Länge, teilen diese mit Hilfe der Streckensymmetrale. Hiervon nimmst du eine Länge in deinen Zirkel, die über die Mitte der Strecke hinausreicht, schlägst von einem Endpunkt nach oben und nach unten ab, danach vom zweiten Endpunkt nach oben und nach unten, sodass du dir zwei Punkte konstruierst und verbindest diese zwei Punkte nun. Und hast somit deine Strecke in zwei Hälften geteilt, mit dem Mittelpunkt M. Als zweiten Schritt zeichnen wir eine Senkrechte durch den Punkt B und nehmen nun die Strecke von M nach B, also die Hälfte unserer Strecke AB, auf den Zirkel auf und schlagen diese Länge auf die Senkrechte ab. Dadurch haben wir den Punkt C konstruiert. Wir zeichnen nun eine Gerade durch die Punkte A und C und schlagen mit unserem Zirkel wieder die Länge BC oder MB, da sie ja das gleiche sind, auf die Strecke AC ab. Wir haben somit unseren Punkt D konstruiert und als letzten Schritt nehmen wir die Länge von der Strecke AD auf unseren Zirkel auf und schlagen auf die Strecke AB ab. Dadurch haben wir den Punkt S konstruiert, der unsere Strecke AB im Verhältnis des goldenen Schnittes teilt. Um zu wissen, ob unsere Konstruktion gelungen ist, überprüfen wir sie anhand des Teilungsverhältnisses. Wir nehmen unsere längere Teilstrecke A, messen sie ab. Das sind 5,4 cm. Dann nehmen wir unsere kürzere Teilstrecke B und messen auch diese ab. Das sind 3,35 cm und tippen das Ganze nun in den Taschenrechner ein. 5,4 durch 3,35 sind circa 1,612. Und wir legen fest, da genaues Zeichnen nicht so einfach ist, dass bei einem Teilungsverhältnis in der Nähe von 1,6 unsere Konstruktion als gelungen bezeichnet werden kann. Du hast dir die einzelnen Konstruktionsschritte des goldenen Schnittes notiert. Lass uns kurz schauen, ob wir übereinstimmen. Als erstes zeichnen wir eine beliebig lange Strecke AB. Danach konstruieren wir unsere Streckensymmetrale, zeichnen eine Senkrechte auf B und schlagen mit dem Zirkel die Länge von BM auf die Senkrechte ab. Danach verbinden wir die Punkte C und A, um
Als nächsten Schritt mit dem Zirkel die Länge von BC von C aus auf die Strecke AC abzutragen. Als letzten Schritt schlagen wir die Länge AD von A aus auf die Strecke AB ab und erhalten so unseren Punkt S, der die Strecke AP im Verhältnis des goldenen Schnittes teilt. So, nun kannst du überprüfen, ob du den goldenen Schnitt selbst konstruieren kannst. Teile hierfür eine 7 cm lange Strecke im Verhältnis des goldenen Schnittes und überprüfe deine Konstruktion anhand der Verhältnisgleichung. Drücke nun auf Pause. Und hast du es geschafft? Wenn deine Konstruktion stimmt, sollte deine längere Teilstrecke A ca. 4,3 cm lang sein und deine kürzere Teilstrecke B ca. 2,7 cm lang. Du müsstest dann für dein Teilungsverhältnis einen Wert in der Nähe von 1,6 bekommen haben. Hebe dir deine nun gemachte Konstruktion auf. Du wirst sie im Basic Video 2 wieder benötigen.